Okay, melde dich bei Roshan, dann müssen wir wieder zurück, ne? Komm noch mal rein, ist da noch was drinne? Ach nee, falsche Taste. So. Nihals Nachricht. Jene Nacht im Palast, sie ließ ein hartnäckiges, unangenehmes Gefühl in mir zurück, als wäre ich aus einem Albtraum erwacht. Gestern erinnerte ich mich wieder daran, wie ich nördlich der Dünen von Dur Gurigal zu durch die Wüste gegangen war und die Oase erreichte. Dort war etwas sehr Altes, rief nach mir. War das wirklich geschehen? Es fiel mir schon immer schwer, Traum und Wirklichkeit auseinanderzuhalten. Aha, kommen wir langsam zu den Anomalien, die es ja damals auch gab, oder in anderen Spielen. Okay, naja, gut. Ah, falsche Taste. Melde dich bei Roshan. Das heißt ja im Nachforschung. Ziel, finde die versteckte Stätte. Das ist Nihals Aufgabe. Okay. Dann alles zu Hause haben wir abgehakt. So, Details. Meine älteste Freundin, ich legte den Verborgenen gegenüber einen Eid ab. Ich schwor, meine Vergangenheit aufzugeben. Aber Nihal und ich werden immer verbunden sein. Och, wie süß. Ach, hier. Melde dich bei Roshan. Ja. Oh, die ist ja wieder ganz woanders. Nein. Ach, hier ist eine Scharre. Komm, die machen frei. Dann brauchen die vielleicht nicht immer hin und her reisen. Reiten. Auch wenn es vielleicht interessant ist. Hallo Hekum, ja. Da hinten der Turm, okay. Die Anfangsquest, ne? Nun komm mal hoch. So, hier wieder rum. Hier kamen wir hoch. Warum haben wir es damals nicht freigeschaltet? Weiß ich gar nicht. Oh, wir können sogar Reittiere übernehmen. Oho. So. Ja, komm. Ich habe immer das Gefühl, man muss im rechten Weg nur stehen, damit man runterspringen kann. So. Ja, da machen wir frei. Ich meine, ich kann mir auch angewöhnen, das freischalten, ohne Aufnahme zu machen. Wo ist denn der jetzt hier? Da. Ja. Na hoch. Ja. Da rein. Na, geh doch mal rein da.
Ah, Gamepad spinnt schon wieder umher. Ja. Ja. Komm, hoch hier. So, gut. Ganz schön großer Vorort. Weltkarte synchronisiert. Gut. Jetzt haben wir noch die ganzen Dinger von Davis, ne? Manchmal ist mit der Maus besser, habe ich das Gefühl. Kannst du feine. Hä? Ach, ich dachte, ich könnte auch mit der Maus ranzoomen. Hier ist nochmal ein Schnellreisepunkt. Okay, da müssen wir hin. Da können wir Schnellreise machen. Das ist schon mal gut. Da brauchen wir eigentlich unbedingt. Okay, ab, auf geht's. Ja, na, ihr könnt gerne mal reinschreiben in den Kommentaren, ob wir die Schnellreisepunkte ohne Aufnahme machen sollen und so Taschendiebstähle und bla und blub. Ansonsten, ja. Wenn es gerade passt, dann nehmen wir es mit. Alles ansonsten werde ich so machen. So, Roshan ist ja da unten, ne? Hä? Wie war das hier mit runter? So ist runter. Froschi. Hallo. So, Finger wieder sortieren hier das. Ja, sag ja, gibt Tage, da funktioniert nicht so gut. Gepriesen sei Allah. Allah, ja. Er sei gepriesen. Gut, dass du wohlauf bist. Gepriesen sei Allah, der erste von vielen noch kommenden Erfolgen. Das können wir nur hoffen. Es gibt noch viel zu tun. Während wir auf El-Khul konzentriert waren, suchte Fulad in aller Stille nach Orten für weitere Bruderschaftshäuser. Ich habe in drei Bezirken höchst unauffällige Behausungen gefunden. Tabit und Rifka sind aus Alamut gekommen und auf dem Weg nach El-Abbasiyah und El-Kar. Ich breche bald nach Asharkia auf. Und ich schließe mich Rifka in El-Karch an, wo Bestechlichkeit so normal ist wie trockene Luft. Sprich mit Abu Jafar über die Dinge, an denen er arbeitet, und dann komm zu uns. Okay, machen wir. Sieh dich um, Basim. Ich habe vielleicht etwas, das dich interessiert. Ja, ja. Das sind ja die Dinge, die wir nur einmalig, ne? Also nicht zurücksetzen können. Alle Hilfsmittel können mittels Feldkästpunkte freigeschaltet werden. So, Hilfsmittel freischalten, das ist Blasfei. Das Ziele zum Einschlafen bringt, kann angepasst werden, um zu vergiften oder Ziele in Rage zu bringen. Oh, der Tisch ist gut an. Was ist das hier? Rauchbombe. Oh, ey. Und das? Eine Falle, eine nicht tödliche Falle. Annäherungsmine, die Gegner für längere Zeit umwirft, kann tödlich gemacht werden. Aha. Und? Auch eine Bombe, ne? Oder was? Ein kleiner Sprengsatz der Wachen, Basim fortlockt. Ne? Der Wachen von Basim fortlockt. Kann zu einer Waffe gemacht werden. Aha. So, das haben wir schon. Wie gesagt, das kann man hier nur einmalig, ne? Was nehmen wir als Blasrohr? Blasfeil meine ich, ne?
Das ist ja so eine Art, ja. Alchemische Phiole, die eine dichte Rauchwolke freisetzt, versperrt. Der Rauch kann für Angriff oder Verteidigung angepasst werden. Mhm. Das war diese komische. Eine nicht tödliche. Ist die tödlich hier? Zum Einschlafen bringen. Kann. Ja. Oder in Rage. Kommen wir nicht mehr auf das hier, ne? Blasfall freischalten. Ja, du musst den Begriff Blasfall als Hilfsmittel auszuwählen. Das ist eine dauerhafte Entscheidung, die nicht rückgängig gemacht werden kann. Alle Hilfsmittel können mittels Fertigkeitspunkte freigeschaltet werden. Ja. Das sollte mir dienlich sein. Vielen Dank, Ahmad. Ich bin Abu Jaff. Du scherzt. Von Zeit zu Zeit. Bis später dann, Abu Jaffar. Pass auf dich auf. Du auch, Basim. Du auch, ja. So, verfügbar. Nachforschung öffnen. So, der Kopf des Ordens. Ein Hinweis bestätigt, dass es in Bagdad einen Kopf des Ordens der Ältesten gibt. Setze deine Nachforschung fort und enttarne die Ordensmitglieder, die in dem Bezirk Bagdad arbeiten, um mehr Hinweise zu hinter die Identität dieses Oberhauptes des Ordens zu erhalten. Aha, aha. Kopf der Schlange, Oberhaupt des Ordens. Ach, jetzt kriegen wir hier so eine Ordensübersicht, oder was? Den haben wir noch, ne? Oder was ist das? Bruderschaftshaus Herbia, Bruderschaftshaus. Das sind Bruderschaftshäuser, oder was? Okay, gelange zum Bruderschaftshaus El Abazir. Und das, auch ein Bruderschaftshaus. Suche Rifka im Bruderschaftshaus Al-Kark auf. Okay. Oder Bruderschaftshaus. Ja, so. Das haben wir noch nicht fertig hier. Da fehlt uns ja noch, ne? Ach Mann. Komm raus hier. Nihal erwähnte in ihrer Nähe, in ihrer Nachricht, eine Oase nördlich der Dünen von Dur Gurigal zu. Das ist aber. Gurigal zu, da war ja da hinten, ne? Düne von Gurigalzu. War das hier? Der muss auch noch. Okay, Nachforschung. Ach, Inventar, warte mal. Wie? Lehrlingstalisman? Dieser Talisman wird jenen verliehen, welche den Rang des Lehrlings und den Verborgenen Alamuts erlangt haben. Tja, ich weiß nicht, ob da irgendwie was bringt, ne? Aber wir haben jetzt hier, guck mal hier. Okay, da ist der Talisman. Okay, so. Noch was? Neues gekriegt? Den Dolch könnten wir jetzt noch verbessern, wenn wir da wieder so einen Waffenschmiede haben, ne? Ja. Da haben wir alles, gut. Öffnen. Das hatten wir als Belohnung. Nee. Irgendein Dings haben wir gekriegt als Belohnung, ne? Von Darwish. War das nicht der Text oder war der Text? Von Alamut Verbesserung. Keine Ahnung. Wir hatten da noch so einen komischen Text gekriegt von Alamut. Verbesserung. Zwei Stück haben wir da schon. Oh. Okay. Zurückgelassen lesen. Ach, das war das Rätsel. Die Rätsel, ja. Finde, was ich stahl, genau. Und das ist hier Aufgabe, Archiv. So. Okay. Nachforschungen. Wo gehen wir hin? Zu welchem Fertigkeitshaus hier? Kopf der Schlange, Oberhaupt des Ordens. Ja, komm. Oberhaupt des Ordens. In Bagdad gibt es ein Oberhaupt des Ordens. Da Hinweis nicht gefunden. Müssen wir hier Hinweise finden. Rang erreicht. Jetzt kommt hier Lehrling. Blasfeil plus 6. Ach so, zur Zeit nicht verfügbar. Okay. Hier waren noch Nebenaufträge, ne?
Okay, wir machen erstmal das Haus frei. Ne? Oh, blendet. Meter, okay. Hier geht's raus, ne? لقد انتهوا من ترميمات الجدار في الشماسية. ذلك القسم القريب من نواتير النخيل. So, raus hier. Ja. Diese Person sieht verdächtig aus. Das sehe ich mir mal an. Welche Person? Oh, der hat einen Schlüssel. Okay, das, den. Und den dicken, ne? Und den. Begin. Doch sie liegt unerwartet schwer in der Hand. Was kann das sein? Rätselhafte Scheren? Schämen die hochrangigen Ordensmitglieder. Kommt so ein bisschen Lebensmittel oder was? Ja, mit einem Doppelattentat, das passt ganz gut, ne? Sperrgebiet? Sind wir am Schloss oder was? Hier muss da irgendwo das Haus dann sein. Okay. Ah, sagst du. Oh, Diebstahl, ja, ne. Oh. Umschauen. Unter uns. Was ist denn mit dir hier? Wer braucht Hilfe? Wir sind gerne bereit zu helfen, wenn wir können. Oh. Bürgerschaftshaus ist da, okay. Ich bin dir.
إذا ذهبت إلى بيت الحكيم، إنه يقضي لياليه في مرصده الجديد. لم أره في ضوء النهار لأسابيع. Wir sind nur Händler, alles klar. Wir sind nur Händler. Warte mal. Ich sollte was nehmen. Okay. Na, hoch da mit dir. Kommst du da rüber? Ja. Das verlockt einen immer zuzustechen da. Diebstahl? Gleich mal weg. Husch, husch, husch. Prinzentor. Du bist nicht willkommen. Poste den Tod! Warum? أيها الأحمق! تحلل! Warum dürfen wir ihn nicht rein, oder was? Wenn du ein Mann wärst, bin ich aber nicht, so. Oh. Da müssen wir hin. Du kannst dich nicht vor mir verstecken. Doch, siehst du doch. Ich brauche deine Hilfe, Sadiki. Wie? Das Wagnis war zu groß, Sadiki. Verzeih. Echt? Die können ihn wohl abschießen? Das ist ja höchst eine Verbesserung, ja. Das ist ja fies. Die haben unseren Vogel abgeschossen. Oh komm. Schon weh. Meine Augen sind auch nicht mehr, was genau waren. Finde Fulat und sprich mit ihm. Ist nur die Frage, ob wir da richtig sind, ne? Oh, eine Händlerin? Ich grüße dich. Sei willkommen. Zeig mal die Waren. Was gibt es heute bei dir? So viel Auswahl. Aha. Zuverlässige Helfer. Kohle haben wir noch. Genau. So. Nun gut. Nun gut. 6 im Besitz. Das ist Blasfeil. Die dürfen dir auch nicht ausgehen. Gut. Willst du deine Ausrüstung verbessern? Talisman, ja. Wozu? Keine Ahnung. Lassen wir mal weg. Was könnten wir mal gebrauchen?
Dann lassen wir es mal. Sonst nichts? Nein. Auf ein andermal. Leb wohl. So, Mutter da. Ja, ja. Gebiet Finn. Leite mich in Kido. Hofft ihr euch hier niederzulassen? Dann wisset, dass Jaffa im Harbiya noch nach Mietern sucht. Findet in unserer ruhmreichen Stadt für gerade einmal 3 Darahime. Na, na. Da.